Nee, man. So, einen wunderschönen guten Tag. Ja, warte mal, warte mal. Du kannst doch jetzt. Läuft schon. Es ist alles menschlich. Hallo Alles. Bernhard, ich grüße dich. Ich dich auch, lieber Michael. Menschen, die sagen, wenn du niesen musst, dann denkt gerade jemand an dich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wer könnte das bei ihr jetzt gewesen sein? Keine Ahnung. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Ich arbeite ja zur Stunde wieder weiter an den Einweihungsthemen, an das Wort für Einweihung, vielleicht sich selber näher zu kommen. Das Wort Einweihung hat ja immer so gleich so einen mystischen Touch, magischen Ja, Touch. da kommt auch so eine Und Sektengeschichte gleich rein. Aber wenn wir es hinunterziehen, dann ins tägliche Leben, ins alltägliche Leben, dann ist es ja übersetzt im Moment immer mehr zu mir selbst, zu meiner Seele finden. Ja. ja, das ist ein Genau. Thema, das begleitet uns jetzt auch schon ja, eigentlich seit von Anfang an, ne? Dass es darum Ja. geht, dass es darum wirklich geht, den Weg zu sich selber irgendwie zu finden. Ja. Und ja, diese Zeit hat das absolut begünstigt, das muss man ganz klar so sagen. Ja, dass viele wahrscheinlich auch an den Punkt erstmal gekommen sind, nach dem Motto, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ja, und da fängt es, glaube ich, auch an, ne? Bitte bedenke auch immer, was wir ja schon des Öfteren angesprochen haben, und ich wiederhole mich auch immer gerne, weil wenn ein Mensch es aufnimmt, auch wenn wir es aufnehmen, dann kommt es als Gedankenspeise ja, in uns hinein. Und wie bei der normalen Speise, vieles geht unten wieder raus. Und so ist es natürlich auch mit der Denkspeise, mit der Geistesspeise. Vieles geht durch uns durch. Und mit jedem Mal Wiederhören entsteht eine neue Bewusstseinsebene. Das kennen wir alle, denke ich, wenn wir ein Buch vor Jahren gelesen haben und wieder lesen, dann lesen wir auf einmal ganz was anderes heraus, als wir damals gelesen haben, weil unser Wahrnehmungsbewusstsein, ein gefährliches Wort, eine andere Größe erreicht hat, einen anderen Horizont erreicht hat, das vielleicht Oder auch. einfach das Interesse auf etwas anderes gelenkt ist, ja, könnte man auch so sagen. Ja. Genau, und deshalb wiederhole ich mich gerne. Und wenn wir nochmal hineindenken, bitte, 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 wie wir am Anfang begonnen haben und ich immer gesagt habe, die Welt wird schlafen gelegt. Ist geschehen im Sinne, jetzt nicht von, im Sinne von sieben gescheit, sondern dass er nur, bitte in Anführungsstrichen, nur das nochmal reflektieren. Die Welt wurde schlafen gelegt, damit der Mensch, der einzelne Mensch, nicht mehr in diese Energie hinein konnte und sich mit der bösen vier füttern konnte. Wenn man überlegt, was die 2 Jahre nicht mehr möglich war an Energie, sich die böse vier zu holen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie herrlich das ist, wie beleidigt die böse vier sein muss, dass sie nicht genommen wird. Ja. Und diese Energie dann freigesetzt wurde, und sie war ja da, nur nicht mehr dorthin getragen. Und dann begann für die Menschen ein sich erinnern an ihre Herkunft. Ich denke, das ist auch gerade so das Aktuelle, ja. Wenn man sich das Ja. jetzt mal wieder so anguckt, gerade öffentlich, jetzt war hier, ne, Corona erstmal gar nichts, ne, letzten paar Tage, das ist alles nicht mehr, dafür hat man Ukraine gehabt, dann die bösen Russen, all dies, all jenes, all das, und du kriegst dann plötzlich mit, dass hinten und vorne die Nachrichten nicht mehr passen. Genau. Wurde dann gesagt, also jetzt Mittwoch heute, ja, stünde der Angriff bevor, hat der Geheimdienst letzte Woche rausgelassen, und alle stehen da und denken, um Gottes Willen, aber wenn du da genau drüber nachdenkst, dann weißt du doch, dass das alles nicht mehr sein kann. Also man sieht wirklich, also so lese ich das auch ab, die absolute Verzweiflung auf der anderen Seite, wie sie da und da und da noch irgendwelche Ursachen setzen können und kommen nicht mehr durch. Ja, das ist sehr spannend, Genau. das gerade zu beobachten. Michael, am Anfang, wie dann dieses Schlafenlegen begann,
hatten wir ja erstmal die Situation, was gab denn grundsätzlich der Markt an Wissen her? Was war zur Verfügung? Und dort war ja zu Beginn erstmal dieses Wissen, hier stimmt irgendetwas nicht, im politischen Sinne, im äußeren Sinne. Und dann gab es ja verschiedene Menschen, wo du ja auch dazu gehörst, die jetzt in dieses Wissensspektrum äußere Welt verstehen lernen, unterwegs waren, sind. Ja, ist richtig. Und dann gibt es ja noch eine innere Herkunft, ein inneres Erinnern. Und das ist ja mehr mein Bereich, die Menschen dann von diesem Außen ja mit der vollen Aufmerksamkeit wegzuführen, hinüberzuführen in die Aufmerksamkeit von außen, von der äußeren, rein äußeren Welt, hineinzugehen in die innere Welt. Und diese innere Welt ist mindestens genauso vielfältig wie die äußere. Genau. Ja. Und hier kommt mir gerade der Gedanke, sich mal wieder bewusst zu machen, was ist der Mensch? Sehr banale Frage vielleicht, nur wenn wir mal hineindenken, dass der Mensch einen physischen Körper besitzt. Also unser Funktionskörper, unser Esel würden wir auch in der Überlieferung nennen, gerade in der christlichen Überlieferung. Und dann haben wir den vital-energetischen Körper, der unser Leben sozusagen ist, im Sinne Energien, die uns leben lassen, die unseren Körper zusammenhalten, das auch bitte jeder Stein und jede Pflanze hat und jedes Tier hat, diese energetische Fähigkeit zu leben. Das ist die nächste Stufe, die wir haben. Dort, wenn einer möchte, dann kann er ja, wenn er fernöstlichen Bereich zu Hause ist, über Yoga, hier hätten wir Kundalini-Yoga, Hatha-Yoga. Wenn wir hineindenken in die Homöopathie, dann haben wir dort auch die höheren Potenzen. Wenn wir hineindenken in Akupunktur, dieses Yin-Yang-Feld auszugleichen, dass das wieder harmonisiert ist und nicht eine Seite in Dominanz ist. Das ist ja das Ziel dann, diese Energie wieder zu harmonisieren. So, und so können wir jetzt auf dieser Ebene, oder wir können chinesische Tee nehmen, ich meine jetzt aber wirklich chinesische Tee und nicht von der Pharmaindustrie Tee, die ja auch das Ziel haben, diese Ebene zu harmonisieren, die zu uns gehört. Ja. Ja, so, dann kommt ja unsere nächste Ebene. Das ist die Mentalebene in der Überlieferung. Das ist sozusagen unser Denken, unsere Gedanken, sehr stark allerdings auch in der Mentalebene unsere Wünsche und Antriebe. Ja. Ja, wobei So. da denke ich, ist halt auch wieder die Gefahr da, weil du diese Wünsche leicht mit den Wünschen im Außen verwechselst, oder? Genau. Und die Also. ganze Werbeindustrie ja darauf aufgebaut ist, den Menschen Wünsche zu suggerieren, ihm schmackhaft zu machen und als Götzendienst hinzustellen, damit er ja nicht auf den Gedanken käme, das zu harmonisieren, nämlich seine Mentalhülle zu beruhigen. Weil dieser Schritt muss geschehen. Und denk bitte nochmal an unser rotes Buch. Dort wird sehr fürsorglich über diese Mentalhülle, dass die immer wieder kommt und immer wieder was will und immer wieder aufsteht und immer wieder hungrig wird. In den unterschiedlichsten Formen. Also ich habe es zufällig gerade hier. Ne? Ja, genau. Ja, Also genau. ich möchte an der Stelle einmal, also du hast gerade gesagt, das ist noch gar nichts, aber das ist für mich ziemlich das Krasseste, was ich bisher gelesen habe. Vorausgesetzt, man ist offen für sowas, das kann nicht jeder lesen, da bin ich mir auch sicher. Genau. Das heißt jetzt nicht, dass ich besonders prädestiniert bin, das liegt einfach an der Art, wie das geschrieben ist. Ja? Um das mal ganz Genau. kurz darzustellen mit diesen Traumbildern, die da...
in einer unglaublichen detailreichen Fülle dann dargestellt werden und dann immer wieder die Erkenntnis aus dieser symbolischen Darstellung der Träume herübergeführt wird. Das sind ja einzelne Sequenzen, die da beschrieben werden, aber es ist dermaßen krass. Also ich habe da wirklich auch teilweise Tage jetzt gehabt, wo ich gedanklich gar nicht mehr rausgekommen bin, wo ich dann gedacht habe, wow. Ich kenne das, Michael. Ja, also es ist echt heavy stuff, wenn man das mal so sagen möchte. Und auch dort wieder, dann war es mal, hat es mal wieder Ruhe gegeben, diese Eigenschaft. Und später taucht sie wieder auf und will wieder was von einem, Genau. ja. Das ist dann, ich denke, das ist etwas, das hat man wahrscheinlich im Sinne des Gestaltens, ja, merkt man das mal aus der Seite betrachtet, wenn der Mensch tatsächlich hierher kommt, ja, also die Niederkunft erlebt und dann wohlbehütet, sage ich jetzt mal, so ist ja die Ursprünglichkeit auch gedacht, dass praktisch Genau. Erzeuger dann praktisch guckt, dass es dir gut geht, solange bis du selbstständig bist. Das dauert bei Menschen komischerweise ausnahmslos bei allen Menschen außerordentlich lange, ja, im Vergleich zum Tierreich, ja. Die sind ja da wesentlich schneller in der Phase der Eigenständigkeit. Ja, also ich denke da an Kälber zum Beispiel, die rausplumpsen und nach einer Stunde oder einer halben Stunde dann schon auf den ersten vier Beinen da laufen und wackelig, aber laufen können. Und wir haben dann wesentlich mehr Zeit, uns mit dieser Erde auseinanderzusetzen. Das heißt, wir lernen die Erde über einen ganz anderen Weg kennen. Und wenn wir uns dann mal gewahr geworden sind, dass wir tatsächlich Schöpfungsakte durchführen im Sinne der Gestaltung da draußen, dann kommst du da logischerweise auch in dein Wunschdenken rein. Ja, also was weiß ich, vielleicht, wie kriege ich die Tomaten besser hin, was muss ich machen, damit ich das mache, dann sind schon so Wünsche an die Außenwelt eben da, was eigentlich nichts Verkehrtes ist. Aber ich denke, gerade das sind diese Prozesse, die dann einfach buchstäblich missbraucht worden sind. Ja, das ist Ja, ganz klar mit dem Ziel, den Menschen zu manipulieren, ja. wegzuführen von dem Weg zu sich selbst. Das ist der Hauptgrund dahinter und war auch so. Wenn keiner weiß, was Tomaten wert sein sollen, dann sind Tomaten Tomaten. Genau. Und diese Mentalhülle ist ja dann der dritte Teil des Menschen. Die Begierden sind hier auch noch drin. Dann, wenn wir eins höher gehen, bitte auch wieder gefährliches Wort mit höher, dann finden wir ja unsere Geisthülle. Dort ist unser Denken zu Hause. Und auf dieses Denken wird ja sehr fürsorglich losgegangen. Und da, ja, und jetzt macht man noch bitte darüber dann unsere Seele. Und du erinnerst dich, wie wir über das Ich und Ego gesprochen haben. Das ist sozusagen unsere Geisthülle. Und diese Frage lautet jetzt, ist die Geisthülle der Chef und dehnt sich so aus, dass die Seele nicht kleiner ist und nicht durchkommt mehr, wenn dich erinnerst. So, und die Herausforderung ist, dass dieses Ego schrumpft, dieses Denken, dieses Ego-Macher oder Ich-Macher, wie es in der Überlieferung auch heißt, der Ich-Macher, Ego-Macher, dass der zurückgefahren wird, damit es immer mehr Beruhigung findet. Und das ist ja immer wieder, was ich immer wieder bringe und sage, bitte geht aus bestimmten Telegram-Kanälen raus, geht aus dem Fernsehen raus, geht aus bösen Gesprächen heraus, weil alles ist Geistesnahrung für unser Gehirn. Und die Frage, Information. Ist, Michael, womit füttere ich das? Richtig. Er hat das unglaublich gut beschrieben. Es ist, wie war das? Wer in der Liebe ist, der ist gewaltig. Und wer sich von der Liebe entfernt, der fühlt sich gewaltig. Genau. Das ist genau der Punkt, ja, weil ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, oder dass die meisten Menschen keine Definition dafür haben, was die Liebe da in diesem Sinne eigentlich ist. Ja, weil Liebe ist letztendlich alles. Ja, da wirst du alles drin finden. Genau. Wir haben ja Und, auch im Tarot, wenn man Einweihungswege Tarot ja. nimmt, braucht man häufig für diese nächste Stufe, um die ja, zu überwältigen, formuliere ich mal, geht es nur mit Liebe, um Ja. in diesem Schrittbereich dann weiterzukommen. Richtig, aber du musst in der Liebe auch alles angucken, alles, was die Liebe dir zeigt. Ja? Und da werden auch Dinge dabei sein, die dir vielleicht nicht so gefallen. Ja.
Er hat da auch einen wunderbaren Satz gebracht, den fand ich wirklich sehr spannend, dass wirklich in jedem Menschen die komplette Menschheit drin ist. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dieser Satz, ganz, ganz wichtig. Menschsein Heißt bedeutet, alles, ja. alle Eigenschaften Alle in mir. Eigenschaften, ja. Und Alle in mir. wenn du jemanden triffst, den du jetzt, was weiß ich, der irgendwie, was weiß ich, irgendeinen blöden Satz sagt und du fühlst dich dann dadurch diskreditiert, runtergesetzt, angegriffen oder sonst was, dann hat das nichts mit dem zu tun, Gar sondern nichts, das gar bist du, ja. Und da gibt es einen nichts. Punkt, einen Genau. Bereich in dir, der da irgendwie drauf reagiert. Und das ist Genau. das, auch da musst du die Liebe benutzen Genau, können. Aber genau, die Liebe genau, zeigt dir das genau. in dem Moment, ja. Und dann Ja. hast du die Möglichkeit. Es gibt natürlich die, die sagen was und wirken danach aus und reagieren dann aggressiv. Wieder andere sind beleidigt. Aber der Blick nach innen muss immer lauten, was darf ich denn gerade lernen zum Beispiel? Oder wo kommt das her? Oder was ist die Ursache dafür, dass ich jetzt das da empfinde? Ja, das ist genau der Punkt. Ja? Michael, genau das ist es, was ja dann, diese Eigenschaft ist ja in uns, nicht im anderen. Ja, Und die ja. Frage, warum reagiert diese Eigenschaft? Was ist in mir noch los, dass ich hier das esse von dem? Genau. Oder das Essen nicht vertrage. oder was auch immer. Oder Das dass ich mir Essen Spei übrig habe, wenn ich das esse. vertragen, Ja, zum Beispiel. Ja, das ist genau. so irgendwie, dass es mich dann wirkt, also in der Genau. Art, um es Wie heißt übertragen zu das? Wann sagen. ist diese Eigenschaft in mir noch hungrig nach diesem Thema? Weil es noch nicht harmonisiert ist, noch nicht ausgeglichen ist und das geht wieder nur mit Liebe. Das ist es. Wenn es ausgeglichen ist, wenn es sozusagen, gefährliches Wort wieder, neutral ist, dann berührt es mich ja nicht mehr. Dann ist es aber Nur auch kein Negativ, muss nicht unbedingt eine negative Ursache haben. Dann bist du vielleicht schon drüber oder hast das, kannst ja, das dann ablegen für dich oder es ist ein Punkt, der dich nicht tangiert in irgendeiner Form. Ja? Es kann dir egal genau. sein. Ja, Ja. aber wie gesagt, wenn man sowas trifft, das ist immer eine Chance. Ne? Ja, richtig. Zu lernen und es mit Harmonie, hier darf man mal das Wort, mit Harmonie und mit Liebe zu vergolden. Das war schön. Ja, wenn man alchemistische Prozesse nimmt, Ja. aus Blei macht Gold, dann würde hier der Begriff Gold natürlich sehr passend mit hineingehen. Ja. So, Ich und bin da. jetzt haben wir, Ja. Michael, nochmal, dass wir, erstmal, wir haben unsere Seele. Dann kommt unsere Geisthülle. Bitte, wenn wir Hebräisch machen würden, Seele ist ja Adam und Geisthülle ist Eva. Adam die 1, Geisthülle die 4. Ja, Das war. so, dass wir dieses Bild nochmal haben, okay? So. Und dann kommt, also unsere Geisthülle, dann kommt unsere Mentalhülle, diese Triebe, Antriebe und Wünsche. Darunter kommt unser vital-energetischer Körper. Und darunter kommt unser Körper. So, das ist das, was die Konstitution des Menschen ist. Bitte, wer die Bibel lesen kann, wird es auch eins zu eins aus der Bibel herauslesen Glaube ich können. dir Gell? sofort. Wo setzt man an bei der Heilung? Meinst du jetzt, weil jemand krank ist Ja, oder warum eine nicht? Heilung? Ja. Es gibt ja zwei Heilungen. Es gibt eine gesunde Heilung, wenn jemand sagt, ich bin gesund und ich gehe diesen Weg zu mir selbst. Dann sind es überwiegend die Konstitutionsstationen, die Ja. er gehen muss, um damit die Seele dann der, ja, ich benutze hier immer gerne, der Chef wird. Was ist passiert bei der Erkrankung? Jetzt können wir rational reindenken, dann muss man sagen, na ja, der hat zu viel gegessen. Dann können wir psychosomatisch hineindenken, dann würden wir dort noch mal eine aus der Mentalhülle eine Erklärung suchen. Dann können wir mal ganz woanders hinschauen, nämlich uns die Frage aus Sicht Tränen der Seele uns beantworten. Wie kann die Seele jetzt, die wirkt ja dann auf den Körper ein. Und zwar in direkter Art und Weise. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder durch Krankheiten, Schicksal oder Träume. Andere Möglichkeit hat die Seele nicht, mit dem Menschen in direkt in Kontakt zu kommen. Es gibt Ja. keine. So. Und dann ist die Frage, welche Erkrankung hat er?
welche Art der Verbindung ist gerissen bei ihm? Ja. Und da gibt es, dass die Seele das Thema traurig ist, dann gibt es, dass die Seele symbolisch gemeint aggressiv geworden ist, weil er. Und so, es lautet ja immer dieser Punkt, wo ist Disharmonie aufgetreten? Und wo ist die Verbindung gerissen? Wo ist die Verbindung nicht da? Wo fehlt diese Verbindung zu mir selbst? Kann es Nur auch bitte, daran liegen, dass, ja. hier da bitte eins muss man auch hinzufügen. Erstmal, die Schulmedizin hat kein Interesse, dass diese Verbindung hergestellt geht, nur um die Funktion. Die alternativen Mediziner zum ganz, ganz, ganz großen Teil orientieren sich auch nur an der Funktion des Körpers. So, und nicht, aber auch gar nicht um die Seele des Menschen. Im Gegenteil, die verwechseln es noch und meinen, die Psyche ist die Seele. Und deswegen nochmal diese Konstitution. Ja? Ja. Seele ist darüber. Wie darf man das im Sinne einer Polarität dann verstehen? Es muss ja im Prinzip immer beides ins Gleichgewicht gebracht werden, wenn man von Harmonie spricht, oder? Ja. So, das heißt, ich habe auf der einen Seite also dieses Gestörte, ja, wo praktisch die Verbindung gerissen ist, aber da muss ich ja auch wiederum schauen, dass beide Polenden, sage ich mal, irgendwie angeschaut werden, dass das wieder in eine Harmonie kommt. Kann Heilung nur unter dem Aspekt stattfinden oder wie darf man das verstehen? Heilung findet statt, wenn der Mensch, jetzt sage ich ganz bewusst, diesen Einweihungsweg geht. Ja. Nämlich, dass er wieder anfängt, jetzt könnten wir ins Yoga gehen, jetzt können wir wieder verschiedene Traditionen nehmen, wir könnten Osiris-Weg nehmen, welche Tradition wir jetzt uns wieder anschauen würden. Es geht immer darum, dass der Mensch beginnt, zumindest mal beginnt, immer mehr diese Leiter zu betreten, um im biblischen Sinne zu sprechen, Jakobsleiter, immer mehr diese Leiter geht, immer mehr Beruhigung in sich findet, immer mehr Ruhe in sich findet, immer mehr Ausgeglichenheit in sich findet und die äußere Welt dort stehen lässt, wo sie steht und nicht nur in der äußeren Welt sich aufhält, nicht nur im Außen seine Erfüllung sucht und findet, Ja. sondern dass er beginnt, in sich ein Bewusstseinsfeld zu eröffnen, nenne ich es mal so. Die Menschen wurden ja so konditioniert, dass sie immer mehr Bewusstsein im Außen haben, immer mehr Bewusstseinsfelder. Dort war ich noch, das habe ich noch gesehen, das habe ich noch erlebt, das ist Bewusstsein, aber im Außenbewusstsein. Ja. So, es gibt aber auch ein Innenbewusstsein. Und das beginnt mit Ruhe. Ich muss erstmal Ruhe da reinbekommen. Und dann beginnt ein inneres Bewusstsein, ein inneres Spüren. Ich meine hier aber bitte nicht das limbische System, sondern ein automatisches Kommen von Spüren. Nicht mehr gesteuert, nicht mehr beeinflusst, nicht mehr manipuliert. Ja. Und dann eröffnet sich im Menschen etwas, was aber bitte jeder nur für sich selbst, wirklich jeder Mensch nur für sich selbst, in sich selber erleben kann. In sich selber erlesen kann, erleben kann, Ja. da kommen wir dann auch in den Bereich der Erlösung, oder? Erlösung ist Lösen von was, wenn wir es wörtlich nehmen. Ja, das So, meine und ich das ist damit. Lösen von dieser nur vier, von der nur äußeren Welt, von der nur Hülle. So, das kann beginnen, dass einer sein Denken beruhigen lernt. Dass er, ich denke gerade an die Klöster, an Reiskörner auflesen, nicht zählen, auflesen. Und dann, wenn und dort merken, dass er das jedes einzelne in Ruhe aufliest. Das
Da dürfen nicht schon wieder dabei gezählt werden. Wie viel habe ich denn schon auch? Dann wäre es ja wieder rechnen. Ja, da wäre es dann eher in der Schätzung, das wäre wahrscheinlich die bessere Art, ja, als in die Genauigkeit reinzugehen. Da wäre es schon wieder in der Ratio. Ich will noch ein Genau. bisschen bei der Erlösung bleiben, weil das, was du da beschreibst, auch dieser Einweihungsweg, alles, was mit dazugehört, das ist ja etwas, das haben wir schon mal besprochen, das möchte ich gerade noch mal kurz aufgreifen. Da haben wir ja gesagt, die ersten beiden Schritte kann man unter Anleitung eines Trainers, eines Wissenden gehen. Und ab Ja. dann ist es eben ein Job oder eine Aufgabe, die jeder für sich übernimmt. Das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, dass es jeder nur für sich eben durchführen kann. Jetzt wissen wir aber, dass das Christentum da draußen irgendwie anders verstanden wird, weil das ist ja genau dieses Christusprinzip des Erlösers, der da im Prinzip durch alles hindurchgeht und am Ende dann praktisch für alle Menschen die Sünde auf sich genommen hat. Ja, also ich hab gerade über meinen Kurs auch viel im Bibelbezug drin, da wo ich auch schon festgestellt habe, dass gerade über deine Thesen oder über dein Wissen heraus sich viel eben in dem Bereich bestätigt hat. Das ist auch der Grund, warum wir so gleich ticken. Das ist schon ein paar Mal gemerkt, ne? Und das Erlösen an sich, ja, ich denke, dass das eben auch im Christentum anders gemeint ist, als es uns gezeigt ist. Michael, die Herausforderung ist bei mir, ich habe wirklich Wort für Wort aus dem Urhebräischen mit den Zahlensystemen die Bibel, die Teile der Bibel, die ich gebraucht habe, für mich übersetzt. Jetzt können wir wieder auf Schuldsuche gehen. Luther schuld, konnte kein Griechisch und. Lass mal alles auf der Seite. Ja. Sondern Es ist, wie es ich, ist. warte mal, ich persönlich kenne kein besseres Betriebsanleitungssystem. Kein besseres. Ich gebe dir ein Beispiel. Auch wird dort beschrieben, wenn wir heute bei Einweihungswege sind. Erstmal hat der Mensch bestimmte Fähigkeiten mitbekommen und Eigenschaften. Hätte die nicht mitbekommen, könnte er gar nicht diesen Rückweg antreten. Ja. Er musste die Fähigkeit haben, auf seine innere Stimme zu hören. Das musste er mitgebracht haben. Ja. Wir reden hier bitte von Menschen, nicht von Chedim, gell? Ganz wichtig. Der Mensch muss in sich die Eigenschaft mitbekommen haben, und die hat er, wird sehr fürsorglich auch in der Bibel beschrieben, dass er auf seine innere Stimme hören kann. Aber hört ist noch was ganz anderes. Nicht müssen. Dann, nicht müssen. Dann hat er die Fähigkeit mitbekommen, dass er sich zu sich selbst entwickeln kann. Die Fähigkeit musste der mitbekommen haben. Wird sehr ausführlich in der Bibel beschrieben. Dann musste er die Fähigkeit mitbekommen haben, auch diesen Weg zu gehen. Nicht nur die Stimme hören, nicht nur das Wissen, sondern er muss die Fähigkeit mitbekommen haben, diesen Weg zu gehen. Steht sehr fürsorglich in der Bibel. Ich sage ja, ich glaube, dass Und das. deswegen, Michael, schieb mal das alles zur Seite, was heute an Bibeln unterwegs ist, wirklich zur Seite, weil die Masse der Menschen wurde konditioniert, es als Geschichte zu lesen. Damals ist Noah angerufen worden von Gott und hat er gesagt, du musst jetzt ein Boot bauen und dort muss von über zwei Reihen, wo Boot, übrigens, wenn du das Buch liest gerade, das Wort Archetypen. Arche heißt Urwissen. Und Archetypen bei C.G. Jung heißt auch diese Ursymbolik. Das ist Sprache. Ja, genau. Das ist Sprache, ja. Also, das Genau. ist ja das, was ich habe das schon mal, glaube ich, erwähnt, ja, wenn gesagt wird, dass Noah mit seinen Liebsten praktisch 40, auch wieder diese 40 Tage oder Jahre oder was, 40 Tage waren es, glaube ich, auf dem Wasser da war, ja, und dann praktisch mit der Arche hindurchgekommen ist. Und dann ist gerade bei Weinreb ja, sind ja die Maße der Arche auch ganz detailliert genau dargestellt, wo es ist so Genau, viel das Ellen ist hoch, so viel Ellen lang, Malachi. so viel Ellen breit, ja, so viele Genau. Stockwerke. Und Das ist Malachi. das sind die Wörter, ja, das ist die Struktur, ja, also, das Genau. ist die Sprache. Und also mit der Sprache durch die Sintflut gekommen, nicht mit einem Schiff. Ja, Nein. wir werden es Mit oft dem diskutieren. Wortwissen, mit dem Wortwissen. Genau.
Ja, das Wir haben so auch. auf diese Bildergeschichte da getrimmt, ja, und haben dann tatsächlich die Vorstellung, dass da wirklich alles Viehzeugs da reingekrabbelt ist und dann ist gut, es kann ja sein, dass es geregnet hat, ja, mag ja sein, dass viel Wasser da war, durchaus möglich, aber das, was tatsächlich gesagt wird, ist eben durch die Sprache, ist er durch die Sintflut gekommen. Und das kannst du auch mit der, wie soll man das übersetzen, mit dem Überangebot der Vier oder mit dem Überangebot in deiner Seele vergleichen, ja. Genau. Es findet man übrigens auch in der Geschichte um die Bundeslade. Dort ist auch Richtig. dieses Wortwissen mit drin. Okay, nur mal so nebenbei, wenn wir gerade drüber sprechen. Und so sind diese Eigenschaften, das ist so schön, das sich mal wieder bewusst zu machen, dass wir diese Eigenschaften in uns besitzen, dass das Menschsein ist, diese Eigenschaften zu haben. Und Entschuldigung, wenn ich es ein bisschen salopp jetzt formuliere, die wieder auszugraben. Ja, selbstverständlich muss das ausgraben. Das ist alles verschütt gegangen in diesem ganzen Wahnsinn in den letzten 30 Jahren. Du hast ja nur noch geguckt, wo kriegst du das her, das, 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 das. Du hast gar keine Zeit mehr gehabt. Und da kommt dann die Sprache und das ist dann das, was ich dann auch richtig genial finde, dass dann darauf hingewiesen wird, dass die Sprache, das ist etwas, das ist etwas Ureigenes. Ja? Die Art, wie du sprichst, das ist wie ein Fingerabdruck, weil ich benutze die Wörter genauso, wie ich sie benutze und wie ich sie für mich verstehe. Und das macht jeder Mensch auf seine eigene einzigartige Weise. Und deswegen ist es kein Fehler, auf seine eigene Sprache zu hören. Ja? Und das ist der Trick. Mit der Sprache kommst du durch. Du musst dir selber sagen, so und so und so, auf deine Stimme hören, auf deine Sprache hören. Das ist die Arche. Ja, im magischen Bereich heißen Einweihungswege, deinen eigenen Namen suchen. Das deutet auf diese Sprache auch wieder hin, ja. Such deinen eigenen Namen, such dich selbst und lass dieses Außen, dieses manipulierte Außen in Ruhe. Da wirst du den Erlöser dann finden, der kommt nicht vom Himmel. Nee, genau. Ja, das musst du selber machen. Lösung. Lösung. Du musst zum Christus Hat man werden. übrigens auch in der hermetischen Tradition solve et coagula, löse und binde. Löse dich von dem und binde 1,4. Ja? Also, ich möchte immer auch wieder, dass das in den verschiedenen Traditionen mit einer anderen Semantik eingekleidet ist, nur immer wieder genau das diesen roten Faden meint. Genau. Ja? Und das ist ja auch sehr spannend. Jetzt sage ich es doch, ja, aber nach der Kreuzigung war der Erlöser 3 Tage weg. Ja, er war fort. Genau. Er war weg. Wo war er denn? Das steht Weiter. nirgends in der Bibel. Ja. Das ist das Grab, ja, und dann ist der Stein zur Seite gerollt. Kein Schwein weiß, wo er war. Dann ist er wieder Ja. erschienen. Dann ist er in den Himmel gefahren. Wo war der diese 3 Tage? Wo war der? Was hat er gemacht? Und das ist Er genau der war Punkt. Ja. totenreich. Er war unten, er musste erst runter, um wieder hochzukommen. Ja? Nur so geht's. Ja? Das heißt, du musst alles angucken in dir. Alles. Genau. Auch die Das Dinge, die ist dir nicht gefallen. Sonst kannst du ja dich nicht annehmen. genau. Und es ist eine Eigenschaft, weil ich Mensch bin. Das haben wir Nicht alle im Sinne von mitgekriegt. gut, schlecht, im Sinne, ich bin Mensch und jeder Mensch hat alle Eigenschaften in sich. Die Frage ist nur, inwieweit es ans Tageslicht kommt oder nicht. Ich gerne, wenn ich Seminar mache, sage ich, steckt in uns alle auch ein Mörder. Denk bitte mal an die Fliegenklatsche und Fliege. Ja, So. genau. Und auf der anderen Seite natürlich die Fürsorge um die Menschen, weil du vorhin angesprochen hast, Brutpflege, dort gehört ja die Art und Selbsterhaltung im direktesten Sinne mit hinein und das Wesen, das die längste Brutpflege braucht, ist ja der Mensch. Der Mensch. Ist so. Also, nochmal bitte hier das ist wie bei Nahrung die Speise. Ich nehme ja einmal Essen auf, Speise esse ich. Ich esse aber bitte auch durch meine 5 Sinne speise ich genauso. Und die Frage ist, was esse ich da? Was nehme ich zu mir? Was nehme ich auf? Und genauso habe ich das dann später in meinem Gehirn. Aber was auch die Denkspeise, meine eigene Denkspeise,
Was esse ich? Ist eine große Herausforderung, weil es alles dazu gehört, das Ganze zu beruhigen, dorthin zu führen, dass es in die Stille kommt, in die Ruhe kommt, damit immer mehr die Seele von oben durchkommt und dass ich immer mehr den Weg zu ihr gehen kann. Ja, das ist so der Weg in die Wüste, ne? Genau. Das ist der Weg erstmal raus aus Ägypten. Ägypten meint ja im übertragenen Sinne alles, was nur vier ist, alles, was auch die böse vier ist, Da ist in alles, der Wüste nichts mehr was. vorhanden. Deswegen wird das Bild ja auch benutzt. Ja, dass man sagt, der muss jetzt erstmal in die Wüste gehen. Da war ja Jesus Christus auch 40 Tage in der Wüste, mit der Prüfung, ne? Wo einfach mal nichts da war, ja? Einfach mal nichts. Und dann stellt sich erstmal heraus, auf was bist du denn oder auf was richtest du dich aus? Ja, Michael, lass uns hier bitte nochmal analog. In der Wüste wird der Mensch schlafen gelegt. Nur mal als Bild. Ja. Und in der Wüste, wenn der Mensch dann spazieren geht, kommen andere Gedanken als, ja, wo gibt es die nächsten Schuhe zu kaufen, wo gibt es den nächsten Anzug zu kaufen, wo gibt es das nächste Fahrrad zu kaufen. Das ist dieses Schlafenlegen. In dem Moment, symbolisch gemeint, wo Mose aus Ägypten raus ist, mit seinem Volk, mit seinen Eigenschaften, heißt es wörtlich übersetzt. Ja, war er nicht mehr in dieser Gefangenschaft. War kein Natürlich. Angebot mehr da. Genau, Die genau, Fülle war genau. weg. Ja, das ist das, was mit Wüste gemeint ist, dass die Fülle weg ist und Genau. dass du dann wirklich die Möglichkeit hast, dich selbst erstmal, ich sag's mal so, wahrnehmen kannst, ja. Genau. Und genau das ist geschehen seit der C-Zeit. Schlafen gelegt, damit in die Wüste. Und jetzt hat der Mensch die Möglichkeit, ich sage wieder die Menschen die Möglichkeit, da gibt es noch andere, wieder diesen inneren Ruf zu hören, weil nicht in Ägypten. Und jetzt ist die große Herausforderung natürlich auch eine große Gefahr. Wo kann der Mensch zur Stunde suchen? Weil auch dort wieder in den einzelnen Ecken sehr häufig wieder die böse Vier mit drin ist. Ich denke an Spiritualität, ich denke an Esoterik, wo das Wort falsch ist. Dort wurde genauso, wurden Ich-Macher, Ego-Macher erschaffen, aber nicht der Weg zu sich selbst. Richtig. Ja. Auch ein Führer, der was vorgibt, ja, und viele, die ihm folgen und die dabei genau. vergessen, dass sie einen eigenen Weg zu gehen haben. Genau. Genau, nur den eigenen. Ja, und der ist bei jedem anders. In der Überlieferung heißt es, der Lehrer lernt vom Schüler und nicht umgedreht. Ja. Nur mal, damit ja nicht hier irgendwas aufgebaut wird, was wieder zum Ich-Macher oder Ego-Macher sich dann herausschält. Ja. Ja. So, jetzt bitte nochmal. Dass diese mentale Ebene bei gesunden Menschen, die mentale Ebene, die Mentalhülle, diese Wünsche, Begierden und, die gefüttert wurden von der bösen Vier, dass er so langsam und allmählich lernt, darauf, dass nicht mehr diese Energie, diese gewaltige Energie dem zu schenken, sondern auch mal die Frage stellt, brauche ich das? Ist es wirklich wichtig? Muss das sein? Und darüber natürlich dann die Geisthülle immer mehr in diese Beruhigung zu kommen. Dazu gehört auch bitte, bitte die Vielheit der äußeren Welt, dieses Hektische der äußeren Welt, was wir durch die fünf Sinne wahrnehmen, erzeugt ja wieder Unruhe. Und hier ist ein Waldspaziergang 100-mal mehr wert, als durch die Stadt zu laufen. Weil dort ja wieder die Wahrnehmungsangebote, das, was ich esse, wieder Unruheerzeugung bringt. Und genau das andere muss geschehen, weil sonst hat das Äußere, die Vielheit, das Götzenwelt, wieder die Macht über mich, weil ich es gegessen habe und das muss wieder verdaut werden, wie auf der anderen Seite. Ja. Und ich denke, dort gehört auch das Thema Angst mit hinein. Ja klar, natürlich. Wobei es gibt keinen Grund für eine Angst. Ja, das ist völliger Genau. Quatsch.
Ja, weil die hast du nur dann, wenn du glaubst, du kannst was verlieren. Ja. Ja. Michael, und die Aufgabe der äußeren Welt ist, dir immer Angst zu geben. Dass du immer Nahrung bekommst, Essen bekommst, Angst. Je mehr ein Mensch sein inneres Bewusstseinsfeld erweitert, umso mehr stirbt außen diese Angst. Das sollten sich bitte, bitte viele mal auf der Zunge zergehen lassen. Je mehr ich mein inneres Bewusstseinsfeld erweitere, umso mehr Fülle entsteht da drin und umso mehr wird es da außen weggeknabbert. Ja. Je mehr einer draußen, im Außen, in der äußeren Welt, in der Scheinwelt, wie es so schön heißt, ja, in der Welt der Illusion, sich dort festklammert, umso mehr gibt es die Möglichkeit, ihn ja, in das Angstvolle zu stürzen. Und das ist auch das Ziel der ganzen Sache, wenn man momentan mit einem nüchternen Auge raussieht und sieht, was die da treiben, machen und tun. Ich denke, das ist genau der Punkt, ja, weil es viele können es nicht greifen, die haben ein Gefühl vielleicht, ja, und dann sagen irgendwie was komisch, passt was nicht und ey, rutscht mir den Buckel runter mit dem ganzen Thema, ja. Das merkst du jetzt auch gerade bei der Art, Qualität der Spaziergänge da draußen, dass plötzlich auch Ja. Leute da stehen, die sich zuerst dafür entschieden haben und jetzt merken, dass es doch nicht alles so kommt, wie sie sich erhofft hatten, etc. pp. Ja, Ja. und also entweder ist das krachend gescheitert, was die da umsetzen wollen, anders kannst du es nicht sagen, oder es steckt noch voll in einer Planung drin. Ich kann das momentan nicht so richtig einordnen. Ja, lassen wir es auch dort stehen, wo Ja. steht, weil sonst würden wir jetzt wieder Nahrung aufnehmen, Ja. die uns beunruhigt und nicht Nahrung aufnehmen, die uns dorthin führt, dass unser inneres Bewusstseinsfeld sich ausdehnen kann im Sinne von Entwicklung, wo Ja. jeder Mensch nochmal auch, steht auch in der Bibel, die Eigenschaft hat, sich dorthin zu entwickeln. Ja, nur viele Menschen diese Eigenschaft gar nicht mehr genützt worden ist, weil es nur im Außen war, nur im Götzendienst war. Aber wir besitzen diese Eigenschaft als Mensch, in uns dieses Bewusstseinsfeld immer mehr auszudehnen, auszuweiden, wo Weite bitte hier nicht gemeint ist Größe, dann wird man wieder rechnen. Und das ist die große Herausforderung. Das Und dann wird heißt, auch schließt, ja. vieles, ja, Michael, dann wird auch vieles, sehr vieles so gewaltig an Wert verlieren im Außen, so unwichtig, wo vorher noch so, ja, im Mittelpunkt stand, an Größe hatte, bricht im Augenblick der inneren Fülle immer mehr das Außen zusammen, im Sinne von die Polarität wird herausgezogen. Ja, da kommen immer mehr Eindeutigkeiten raus, so habe ich den Eindruck. Ja. Bitte? Immer mehr Eindeutigkeiten kommen da Genau, raus. Ja, und steht das dann Wort führt. eins schon wieder drin. Einheit, Ja. Eindeutigkeit. Und diese Eindeutigkeiten, die tauchen aber an Punkten auf, das hast du vielleicht so erstmal gar nicht erwartet. Ja, weil Ja. du stellst plötzlich fest, dass das Leben trotzdem funktioniert. Ja, auch wenn eben keine tollen, super genialen Angebote da draußen jetzt zugänglich sind, irgendwie geht es trotzdem weiter. Und es geht jeden Tag die Sonne auf und du kannst nichts dagegen machen. Gar nichts. Es ist Licht da und der Tag wird ablaufen. Jetzt, Ja. was machst du jetzt? Ja, und das ist das, was ich dann auch von mir ganz, ganz, ganz explizit an mir festgestellt habe. Ich bin seit 2015 auf völlig anderen Wegen unterwegs und habe dann festgestellt, da findest du Möglichkeiten, da findest du Ja. Anknüpfpunkte und das hat mir schon ganz, ganz viel geholfen, auch für diese Zeit, weil da war schon klar, dass das und das und das einfach nur eine Luftnummer ist und Ja. ja, im Großen und Ganzen Michael, nichts ist. ja. Die Menschen wurden konditioniert, ihr Glücksempfinden im Außen zu definieren. Und immer mehr dann dieses Glück größer, noch größer, noch größer, noch mehr Glück, noch größer, noch ein bisschen mehr und noch eins drauf. Weil das, was du Und bekommen hast, reicht schon nicht mehr aus. Du brauchst das nächste Glück. klar. Ach, der fährt jetzt ein kleineres Auto.
Ich habe erwartet, dass jetzt ein größeres fährt. Ja, so, und Was ist da los? genau, ja, genau. Und so wurden die Menschen konditioniert. Und jetzt geht es um diese Eigenschaften, das Bewusstsein, das innere Bewusstseinsfeld wieder mit einer Fülle zu erfüllen, was nichts mit noch ein größeres Auto, noch ein größeres Auto zu tun hat. So, dort werden wir, ob es die Menschen es haben wollen oder nicht, immer mehr jetzt hineingehen. Glaube ich auch, Immer glaube ich auch. mehr. Nur mit der Herausforderung, dass es jeder, und das meine ich sehr wörtlich, jeder nur bei sich selber suchen und finden kann. Das ist die große Herausforderung in unserer Zeit. Und nicht jeder meint, im Außen, es liegt es, im Außen muss ich es suchen. Nee, es beginnt der Weg zu mir selbst mit Ruhe und Stille. So ist das. Ja, es, Michael, in Wirklichkeit, Entschuldigung, auch wenn wir beide jetzt lachen, es ist nicht mehr zum Lachen da außen. Nein. Weil, wenn man hineindenkt, schau, was mit den Gehirnen gemacht worden ist, wie diese Gehirne in, ich nenne es ja immer Fliegenschwärme der Gedanken gebracht worden sind. Und wie schwer es für manche Menschen ist, wieder runterzukommen, diese Fliegenschwärme einzufangen, diese Fliegenschwärme ja stillzulegen, was immer jetzt wir deswegen, auch wenn wir beide lachen, es ist zur Stunde nicht zum Lachen, weil das bedeutet gleichzeitig, wenn der Fliegenschwärme hat, dass er nicht zu sich kommt. Richtig. Das ist die Thematik, ja. Richtig. Deswegen ist das Opfer erstmal nichts Negatives. Ja, auch wenn man da in der Bibel manchmal liest, dass da und da ein Opfer gemacht wurde. Natürlich opferst du was. Das darf man nicht vergessen. Du opferst das, was du in den letzten 20 Jahren vielleicht geglaubt hast. Das ist auch ein Opfer. Ja? Wenn du das opferst und dann feststellst, okay, davon trenne ich mich oder von diesen Gedanken trenne ich mich oder von diesen Wertschätzungen trenne ich mich, Ja. dann ist das, heißt das nicht unbedingt, dass du jetzt was verlierst. Ja? Es sieht im ersten Moment vielleicht so aus, aber in Wahrheit steckt da ein riesiger Gewinn drin. Und diesen Ja. Schritt zu gehen, das ist das, was weh tut. Ja. Michael, leider sind die Menschen wieder so konditioniert worden. Okay, also Apfel kriege ich nicht, dann will ich eine Banane. Oder ich nehme den Apfel nicht, aber wo ist eine Banane? Und da müssen wir jetzt wieder irgendwie durch. Irgendwie durch. Jetzt sagen, nee, ich brauche die Banane nicht. Obwohl Banane was Gutes ist. Das Kommt meine drauf ich jetzt an. persönlich mit der Banane. Sondern, Wie aber geht du man weißt, wo ich hin muss. Es, wo, er wurde, okay, wenn nicht das, dann aber das. Aber Ja. beides lag im Außen. Und jetzt ist es auch ein Lernprozess in den Einweihungswegen von dem nicht ausnehmen, nicht mehr hinüber zu gehen, was anders zu nehmen, sondern zu sagen, ich gehe nach innen. Ja, und dann sucht unser Gehirn noch den Nutzen. Ja, wo ist jetzt der Nutzen? Wo ist jetzt der Nutzen? Oder wo sind die Glücksgefühle? Wo ist Nee. Gewinn? Ja? Wo kann ich was abziehen? Wo kann ich Genau. was gewinnen? Wo ist mein Profit? Ja, das ist das, Genau. was man dann. Und ich und ich und ich. Und das ist genau das Falsche. Ja? Weil Genau. du hast schon alles. Genau. Und wenn wir es jetzt mal wirtschaftlich betrachten, der Profit ist die Ruhe. Und die Ruhe ermöglicht, dass die Seele wieder der Chef wird über das ganze So ist es. System, begonnen von Geist über Mentalkörper, über vitalenergetisches Feld und über den Körper. Und das nennt sich Heilung, das nennt sich Gesundwertung, Ganzwertung, wie immer wir es jetzt wieder in welche Tradition eingleiten. Bernhard, das war mal wieder ein Hammer heute. Wie war man jetzt? Ich glaube 50, 55. Ja, alles gut, Alles alles gut. gut. Ja. Gut, dann wünsche ich erstmal den Zuseherinnen, Zuhörerinnen, Zuseher und Zuseherinnen Hören. und. Alles Liebe, Gute, bleibt mal gesund, gesund, gesund. Und meine ganz, ganz, ganz große Bitte ist,
vielleicht sogar diesen Film mit Michael zweimal, dreimal, viermal anzusehen, dann entstehen wieder Bewusstseinsprozesse. Wieder ein Bewusstseinsfeld erweitert sich und das ist ja das Ziel. Das sehe ich auch so. Ja, Gut. Michael, vielleicht ich noch zwei Worte. Ich werde noch einmal einen Video 4 Abende Zoom-Kurs machen, dass ich das nochmal angesprochen habe, Verlinke auf deine meiner Homepage. Homepage, ja. Ja, das wäre lieb. Und du Genau. wirst bald zu Gast bei uns sein mit einem Infoabend. Das haben wir uns auch so besprochen. Das wird aber noch ein bisschen sich hinziehen, aber man kann es ja mal ankündigen, dass es demnächst gemacht wird. Herr Bernhard wird Ja. es also einen Infoabend über die Infoabendgruppe ab liefern und da wird aber rechtzeitig darauf hingewiesen und dann wirst du da ein neues Projekt vorstellen, denke ich. Genau, Und okay, genau. wir werden das über Kraft des Willens dann laufen lassen. Das kann man auch schon ankündigen, das passt schon. Und Ja. da kommt einiges auf uns zu. Ich bin auch schön, also wirklich froh, dass wir dich da gewinnen konnten, ins Team zu bekommen, weil ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir hier Machen. abliefern. Und Ja. da darf ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich jetzt bei dir und zum Abschluss. Alles Liebe, Gute, Michael, gesund bleiben Enjoy. und lustig bleiben. Enjoy the silence, sage ich Ja, nur. Gab es mal ein genau. Lied in den 90ern. Ja. So. Danke Alles dir. Liebe, gute Zeit, bis dann. Ciao. Ciao.